Ich grüße euch, ihr Lieben, zum nächsten Wochenorakel. Ja, ich freue mich, dass es sich wieder ausgegangen ist für mich von der Zeit her. Und ja, es passiert ja momentan so viel und es ist so eine aufregende Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Ich habe auch schon wieder so die nächsten Videoideen. Schauen wir mal, wie ich es alles umsetzen kann. Ich möchte gar nicht viel über das Aktuelle in dem Sinn reden, weil es eh schon keiner mehr hören kann. Ich wollte nur sagen, ich habe zuerst meine Facebook-Fanseite wieder geöffnet gehabt. Jetzt habe ich sie wieder geschlossen, falls irgendwer schon drauf war. Ich habe einfach, es ist für mich jetzt wirklich auch zu viel geworden alles. Und ich glaube, es ist schon für viele Menschen zu viel und für empathische Menschen, wenn man ein Empath ist, man bekommt noch viel mehr mit, die ganzen Ängste der Leute. Und ich war wirklich noch nie so viel von Facebook fern wie gerade aktuell. Man bezieht ja auch viele Informationen, aber es war für mich einfach nicht mehr aushaltbar. Und deswegen habe ich mir selbst eine Facebook-Sperre verordnet. Ich schaue nur ein, zweimal am Tag kurz rein. Und zwar die Seiten, die ich selber folge, also nur zwei eigentlich, sind spirituelle Seiten. Und sonst bin ich eigentlich jetzt momentan nur auf Instagram unterwegs und da ist nicht so die Stimmung, wie schon auf Facebook. Und deswegen, also falls da irgendwer schon auf meiner Seite war, ich habe das jetzt wieder alles geschlossen. Ich habe aber für alle, die eben auch an Hintergrundwissen interessiert sind und eben, wie gesagt, also ich laufe nicht dem Mainstream hinterher, das ist also wirklich für Leute, die einfach auch mehr wissen wollen, die sich auch die andere Seite anschauen wollen. Bei meinen Playlists gibt es eine mit, ich habe sie aktuelles Zeitgeschehen genannt, da könnt ihr reinschauen. Da wird sehr viel, also da teile ich immer wieder Videos, da werden viele Videos von mir geteilt, die ich selber schaue und wo ich ja eigentlich mit, von meinem Gefühl her dahinter stehen kann. Ich habe auch jetzt angefangen, teilweise von Kollegen Videos zu teilen, also was ich normalerweise nicht so mache, aber also nicht, weil ich irgendwie Konkurrenzgedanken habe, aber es soll ja meine Linie da sein auf meinem Kanal. Aber einfach, weil es jetzt wirklich so interessant ist und ich habe eben einen Wiener Zahnarzt, er ist zwar Zahnarzt, aber er hat eben auch einige Jahre in Labors, also nicht in Zahnarztlabors, sondern in normalen Labors gearbeitet und er hat einen super Kanal, zwei Kanäle und wo er, also ich verfolge den schon sehr lange, der immer wieder auch so über die Pharmaindustrie gesprochen hat. Ich bin eigentlich über das Impfthema zu ihm gekommen und er erklärt das sehr neutral und auch eben die jetzige Lage sehr, wie gesagt, wo eigentlich der Mainstream gar nicht hinschaut, ja. Wie zum Beispiel, dass es keine Vergleichszahlen gibt, ne. Er sagt, dass man Referenzen erstellen kann, wie viel Tote es zum Beispiel gegeben hat, muss man immer ein Gegenüber haben, also man hat keine Zahlen von vorher und solche Geschichten, ich will das jetzt nicht zu lange ausbreiten. Aber eben, wenn euch solche Dinge interessieren und wenn ihr auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen wollt, dann schaut da in meine Playlist rein. Ab und zu gebe ich auch was auf die Community-Seite, allerdings, ja, das kann ich immer nur über den Laptop und den habe ich nicht so viel aufgestellt. Wie ihr am Interieur seht, bin ich noch immer in der Ferienwohnung, wird sich jetzt wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Und ja, das mit dem Laptop immer schwierig und am Handy geht das so schwer. Deswegen fülle ich jetzt alles in die Playliste, also wenn ihr da Interesse habt, ja, dann schaut's da mal rein. Ferienwohnung, Stichwort Ferienwohnung auch noch kurz. Also es steht noch immer mein Aufruf, falls jemand etwas weiß wegen einer Wohnung. Wir suchen eine Mietwohnung. Ich sage das nur zwischendurch mal, weil neue Leute auch dazukommen in Wien oder Wien-Umgebung. Drei Zimmer ab so 75 Quadratmeter. Wenn ihr da was wisst, bitte gerne an mich. Aber keine Inserate, keine Makler, sondern wirklich nur, wenn ihr was so über persönlich wisst. Und unten ist eh immer meine E-Mail-Adresse eingeblendet, dann bitte meldet euch gerne bei mir. Okay, ich habe wieder das große Blatt ausgelegt. Ich habe heute, also das ist ein neues Deck, das habe ich jetzt erst irgendwann mal die Woche mir bestellt. Ich glaube kurz vor meinem Umzug, aber da habe ich ja keine Videos mehr gemacht. Ich muss mich selber erst an die Karten gewöhnen, sie sind wunderschön. Und aber ja, ich hoffe, ich deute sie alle richtig, ich muss selber erst manchmal schauen, aber sie sind einfach so schön und ich liebe sie. Und ich habe jetzt sogar mal das Täschchen erklärt, das ist keine Werbung, es ist unbezahlte Werbung, also muss ich dazu sagen immer. Ich habe es nur hergelegt, weil ich weiß nicht, ob man es gut sieht auf der Kamera, also im Video, es heißt Lichtblick Lenormand.
Und deswegen habe ich es heute auch ausgewählt. Ich kann es euch aber eh auch zeigen. Und ich hoffe, dass wir bald alle wieder einen Lichtblick bekommen und dass das alles bald wieder bergauf geht. In Österreich ist es so, also wir haben ja seit vergangenem Montag, haben wir ja quasi ja, freiwillige Quarantäne. Es sind bis auf Lebensmittel, Post, Bank und so weiter, Drogerien ist alles zu. Es soll bis Ostern so bleiben, wurde uns gestern von unserem Bundeskanzler mitgeteilt. Ja, mich selber beeinflusst in dem Sinn jetzt nicht sehr, weil ich eh viel zu Hause bin, aber ich sehe, dass wirklich die Leute zum Leiden anfangen und ich denke, das wird noch einmal ein bisschen einen Aufstand geben, weil eben die Leute, die immer so in ihrem Tagesgeschehen drinnen sind, wenn die jetzt auf einmal daheim sitzen müssen, das ist halt alles schwierig, ja. Wenn das für euch so ist, also ich kann euch das nachempfinden, für mich war das damals auch, wie ich quasi ja gekündigt worden bin von meiner letzten Firma, nach dem Tod von meinem Mann und dann war ich ja zuerst mal arbeitslos und dann habe ich eben beschlossen, ja eben mir den Gewerbeschein zu machen, mit dem Kartenlink anzufangen und von zu Hause zu arbeiten. Ich war dann auf einigen Lines, auf einigen großen und das ist schon eine Umstellung, ja. Also ich kann euch das nachempfehlen, wenn man plötzlich so zu Hause ist, nicht diesen Alltag hat, dieses nicht, ich muss aufstehen in der Früh und muss wohin, ja, diesen Tätigkeitsdaumel, ja, in dem viele sind. Es ist nicht einfach, ja, und ich finde es halt auch wirklich teilweise schwierig, immer dieser Spruch, bleib daheim, ja, was überall gepostet wird, also jetzt nur ist nur mein persönliches, aber es gibt sicher auch genug Leute eben, die kein Zuhause haben und ich für mich ist das wirklich so ein offener Punkt, so ein Wunder. Ich habe zwar eine kleine Ferienwohnung hier, aber es ist nicht mein Zuhause, ich habe nicht meinen Arbeitsplatz, ich habe nicht alle Karten, ich habe ja meine ganzen Werkzeuge nicht und das seit 2 Monaten und wenn du dann da hörst, bleib zu Hause, ja, ich verstehe schon den Hintergrund, Gottes Willen, ich will das auch nicht angreifen. Aber es ist halt auch, man muss bedenken, es gibt genug Leute, ja, die in diesen Situationen sind und oder halt irgendwie ein schwieriges Zuhause haben, vielleicht immer Streit haben zu Hause und jetzt, man muss auch damit denken, ja, bei allem, was hier gesagt wird und ich finde das halt ziemlich, ja, weiß ich nicht. Und auch diese ganzen Sachen mit den Abständen, also ich wollte heute nicht drüber reden, ich rede noch kurz drüber, wenn es euch nicht passt, bitte sucht den Anfang von der Legung, aber ich weiß, dass auch viele gern zuhören und ich weiß, dass ich auch viel Mut gebe mit den Sachen, auch das, was ich teilweise auf Facebook poste und so und auch auf Instagram bekomme ich halt immer wieder Zuschriften, danke, dass du das auch postest und ja, es ist wirklich sagenhaft, also es halten sich die Leute halt eh nicht dran, was ich einerseits irgendwo verstehe. Andererseits, ja, habe ich da Sachen jetzt entdeckt, wie heute ein Video, also es war aber von Deutschland, wo jemand, der eigentlich ein Börsenbeobachter ist, ich habe es eher in der Playliste in meiner verlinkt, gezeigt hat, dass in Deutschland, am 5. März noch, ja, also das ist ja noch nicht lange her, vom Robert-Koch-Institut gesagt wurde, so quasi in der Art, ja, Moment, ich kann es eh raussuchen. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Aber Moment, das finde ich nämlich sehr interessant. Und wie gesagt, ihr könnt euch da auf meiner Playlist, auf der aktuelles Zeitgeschehen, könnt ihr euch das anschauen. Das habe ich am anderen Handy. Kleiner Moment. Gut, dass ich jetzt, es war wie gesagt wieder sehr unvorbereitet, aber jetzt habe ich mir gedacht, es kam es halt so rein, dass ich es euch doch erzähle. Genau, das war vom 5. März und da wurde gesagt, es gibt objektiv keinen Grund, sich wegen des Coronavirus Sorgen zu machen. Das war anscheinend ein Video vom Robert-Koch-Institut, weil ich da diesen, ich weiß jetzt nicht, wie der Mann heißt, der da immer redet bei den Pressekonferenzen. Und da sind auch noch andere von, das war zwar früher, Experte, kein Grund zur Corona-Panik, auch auf Reisen. Und dann, das war schon von Januar, war auf ZDF heute, Virus kein Grund für Alarmismus. Und der das Video gemacht hat, meint halt, das ist halt quasi, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer die ersten Infos in uns behalten. Und dann, wenn dann auf einmal vollkommen konträre Aussagen kommen, die Leute sich denken, naja, die erste Aussage war aber ganz anders, ne? Und deswegen meint er das jetzt ganz vereinfacht gesagt, ja, schaut euch bitte das Video an, es ist sehr interessant. Ich habe es auf meiner Playlist und es heißt Dirk Müller, grotesk, Ausgangssperre, Politik, selbst für mangelnde Vorsicht verantwortlich. Also das sind so Sachen, ja. Und ich habe auch selber Dinge ausgegraben.
von 2010, wo ein, auch von einer Mainstream-Zeitung, wo es um diese Schweinegrippe ging, um dieses Tamiflu, um dieses Medikament, dass das hilft und das soll man nehmen und bald vor und 4 Jahre später von 2014, und zwar ist das von der Kremser Universität, eine Studie, dass das eigentlich gar nicht hilft, das Medikament und so weiter. Ne? Ja, und das ist mir wichtig. Ich will nicht, manche haben, glaube ich, so das Gefühl, ich will irgendjemanden umstimmen, ich will gar niemanden umstimmen. Ich möchte euch einfach nur so die Infos weitergeben. Jeder soll sich selbst ein Bild machen. Ja? Ich gebe euch nur gerne die Infos weiter, weil ich weiß, dass viele Angst haben. Und wie gesagt, ich kriege immer wieder Zuschriften, wo es dann heißt, danke, dass du das gepostet hast, weil ja, das nimmt mir die Angst und so weiter. Ne? Und um das geht's. Es muss sich eh jeder ein Bild machen selber. Ja? Also wie gesagt, ich will niemanden überzeugen, niemanden. Das, man muss selber in sein Gefühl gehen, geht's in euer Gefühl. Und ja, in Deutschland ist es noch schwieriger, weil ihr habt noch länger, glaube ich, Schulferien, weil ihr habt ja nach Ostern auch Schulferien. Weil die sagen, alle 5 Wochen haben sie die Kinder daheim. Also bei uns ist ja nach Ostern eigentlich wieder Schule. Ab Mittwoch, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe halt das Gefühl, das ist aber jetzt nur mein Gefühl, dass gewisse Menschen irgendwann mal ja, ausflippen werden, durchdrehen werden, weil man die Leute einfach nicht 4 Wochen einsperren kann. Und in manchen Ländern ist es ja ganz schlimm, wo eben gar niemand auf der Straße sein darf. Wir können wenigstens einkaufen gehen. Ich kann mit dem Hund rausgehen. Also das sind schon Sachen, ja. Aber das ist halt leider, weil sich die Leute nicht dran halten, aber eben, wie gesagt, ich habe das auch nicht mitbekommen, jetzt erst durch dieses Video. Und wenn man recherchiert im Internet, man wird sehen, dass es viel mehr noch vorher gesagt wurde, gegenteilig, ne? Und jetzt heißt es auf einmal so, und dass die Menschen das dann nicht einsehen und nicht ernst nehmen, verstehe ich jetzt immer mehr. Und wie gesagt, meine Befürchtung ist wirklich, dass da einige ausflippen werden. Weil das geht einfach nicht. Man kann nicht Leute, die immer im Tätigkeitsdaumel sind und überhaupt jetzt, wo das Wetter schön ist, okay, jetzt soll es kurzfristig nochmal wieder schlecht werden die Woche, aber einsperren und eben, man darf kurz raus. Ja, in Österreich darf man zu spazieren gehen mit den Menschen, mit dem Haushalt man lebt und mit dem Hund und so weiter, aber trotzdem, ja, es ist einfach für viele Menschen einfach eine Katastrophe und man braucht auch die Bewegung. Ne? Sie wollten ja die Parks auch sperren, die haben sie jetzt aber doch offen lassen. Also das, ja, und jetzt wird Werbung gemacht von den ganzen Influencern für Training zu Hause. Alles schön und gut, aber man braucht trotzdem einmal Luft, man muss raus. Bitte geht's auch raus, sofern ihr das dürft in eurem Bereich, ja. Also, ja, haltet euch an die Vorschriften, aber ja, haltet Augen und Ohren offen. Na gut, so, wie gesagt, jetzt habe ich doch wieder, aber das kam halt jetzt raus und ich hoffe, es ist vielleicht für den... Und wenn ich einem Menschen damit helfen kann, dann bin ich schon froh. Das hat meine Kollegin zu mir gesagt, da ging es um was anderes, und aber ich sehe es mittlerweile auch so. Und gut, also ich habe das Lichtblick gleich nochmal als Lichtblick für euch und ich hoffe auch, es ist ein Lichtblick. Ja? Ich habe jetzt gerade ein Video, auch ein sehr langes, von einer Kollegin gehört, das eben auch verlinkt ist bei meiner Playliste, und sie hat ein Weltorakel gemacht. Ihr wisst wahrscheinlich eh alle, wer gemeint ist. Ja? Und das ist sehr interessant. Sie hat auf die ganzen Länder gelegt und eben auch auf Deutschland, ja, wie es denn jetzt weitergeht. Es klang, es war sehr positiv im Großen und Ganzen für die Zukunft. Ich hoffe, es stimmt. Ja, es muss ja irgendwann mal wieder bergauf gehen. Na gut, ja, und was ich nämlich sehr interessant finde, wir haben als erstes die Sensiling. Genau, ich muss noch kurz dazu erklären, für die, die vielleicht neu dazustoßen. Ich lege immer das große Kartenblatt fürs Wochenorakel. Ich habe auch schon überlegt gehabt, ob ich es nach Themen machen soll. Aber es kam eigentlich wieder so rein und ich schaue immer die Eckkarten an. Weil wenn ich die Karten lege, das große Blatt, ist für mich die Eckkarten immer das Aktuelle. Und das, was in der Mitte liegt, ja. Und deswegen deute ich das, und weil eine Woche ist ja sehr aktuell, da vergeht ja nicht viel Zeit, ne? Und deswegen deute ich hier als Erklärung, es gibt auch andere Kollegen, die das anders machen, das ist auch vollkommen in Ordnung, es ist halt meins, ich mache so und ich ziehe euch nachher noch wieder Orakelkarten, aber ich fange jetzt mit dem Deck an. Und wir haben eben die Sense als erstes, und das finde ich nämlich interessant, und zwar, schaut mal, hier haben wir das Karma, und ich habe schon von einigen gehört, auch, also die Mediums sind und so weiter, dass das jetzt auch eben natürlich ein Weltkarma ist, ein Karma für die gesamte Menschheit, was hier abläuft. Und wir haben hier die Sense, die direkt in die Karma-Karte reinschaut.
Also ich kriege jetzt gerade auch Gänsehaut, ja. Also ich denke mal, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft für uns alle. Da geht es jetzt nicht nur so um die Woche, ja, sondern das ist natürlich, klar, jetzt ist für viele, viele erleben das Gleiche, ein Kollektivorakel, auch eben für, ja, für viele, viele Menschen. Und wir leben, wir erlegen, ja, wir bauen hier Karma oder wir lösen Karma auf, ne? Und hier liegt ja auch der Berg dran und das Geheimnis oder das Lernen. Also Blockaden, die uns vielleicht schon wirklich lange, über viele hunderte Jahre blockiert haben, die Menschheit, die können sich durch das, was jetzt passiert, auch auflösen. Das finde ich sehr interessant. Wir haben hier den Reiter liegen, der ja für die Nachrichten steht, aber auch für die schnelle Bewegung. Also es könnte sein, dass es schneller geht, als wir denken. Obwohl viele sagen, sie schätzen, dass es nach Ostern sogar, jetzt wollte ich sagen nach Weihnachten, nach Ostern noch sogar weitergeht. Also unser Bundeskanzler hat gesagt, es ist mal jetzt bis Ostern und dann werden wir weiterschauen. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass man früher irgendwie plötzlich alles hochfahrt. Aber ich weiß nicht, ja. Kann natürlich auch sein, dass die Bevölkerung Druck macht und auch die Gewerbetreibenden und so weiter, weil es natürlich für kleine Geschäfte jetzt eine Woche oder so, okay, das wäre ja okay gewesen, aber jetzt so lange, also das macht die Wirtschaft kaputt. Sie versprechen zwar Milliardenhilfe, aber ich habe selber eben, wenn man selber den Gewerbeschein hat, kennt man das ja. Also ich war bei mir, war das auch so mal in der Zeit, ich habe ja an einer U-Bahn-Baustelle lange Zeit gelebt, ja. Also in meiner Wohnung, wo ich gewohnt habe und dann plötzlich kam eine U-Bahn-Baustelle. Ich wusste das nicht, weil ich vorher nicht in Wien gelebt habe, dass das eben geplant war. Und da hat auch eben die Wirtschaftskammer großartige Hilfen, weil dort sind alle Geschäfte, also auch die, ich habe ja in meiner Wohnung gearbeitet, aber es war sehr viel Baustellenlärm und ich konnte oft dann halt keine Telefonate annehmen. Und da war auch, es gibt Hilfe, eben es sind, da war ein Blumenhändler, da war ein Gasthaus, ein alteingesessenes, da war ein chinesisches Restaurant, also wir waren so direkt an dieser Stelle, das ist alles eingegangen und kaputt gegangen und die haben eben dann gesagt, ja, wir kriegen Hilfe und dann habe ich halt mal dort angerufen, wie das halt so läuft, ja, total umständlich, total kompliziert, man musste eine Bilanzbuchhaltung, vor allem sage ich, habe keine, ich bin ein Kleinunternehmer. Ja, dann geht das nicht und also und ich denke halt, dass das jetzt, ich will es nicht, ich kann es nicht so, also ich weiß es nicht, ich erzähle es halt nur und ich denke mir halt, weil jetzt viele sagen, wow, in Österreich gibt es so viel, ja, Finanzhilfen jetzt für die Wirtschaftstreibenden und mein Vater, ich habe gestern mit meinem Vater gesprochen und er hat mir erzählt, ja, seine Würstelstandlerin, ich weiß es nicht, in Deutschland, Würstelstandl ist so wie bei euch Kiosk, ne, also wo Hotdogs und so verkauft werden und Pommes und so weiter. Da, die hat schon eben auch furchtbar gejammert, weil die eben auch zuhört, müssen ja alle zuhören und er kennt sie anscheinend auch privat, nehme ich an und ja, und dass eben diese Hilfen, die da zugesagt werden, Kredite sind. Also es ist nicht so, ja, der Staat schenkt euch jetzt was, sondern es sind Kredite. Und sie hat gesagt, ja, wie soll ich hier einen Kredit aufnehmen, wenn ich keine Einkünfte habe, ich kann auch keine Kreditraten zahlen. Und das ist halt das, wo ich wirklich immer sage, die Mainstream-Medien schreien, ja, jetzt gibt's Millionenhilfe. Und aber in Wirklichkeit ist das dann ganz anders, oft. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich bei jedem so ist, ich erzähle es halt nur, weil ich es so weiß, ja. Also die Wirtschaft wird jetzt wirklich kaputt gemacht und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das Karma, wenn das Karma jetzt hier regelt, ne, dass es dann wirklich schneller geht, ja. Es liegt zwar der Hund wieder mit der Treue, aber die Treue zu der Auflösung wäre ja ganz gut, ne. Ja, viele sind blockiert durch Zuhause sein, ne? Aber das wird uns halt alle betreffen, ja. Das wird uns alle irgendwo natürlich mitreißen, die Situation. Und die Sense steht ja auch für das Einschneidende. Also es schneidet uns ein, das was momentan passiert. Das ist schicksalhaft, das ist natürlich auch unangenehm, es blockiert uns. Aber es ist ein Lernprozess, das sagen eh viele, ich weiß nicht, jetzt haben eh viele Zeit, zu Hause zu sein und vielleicht auch mehr Videos zu schauen. Viele energetische, spirituelle Leute sagen ja eben, zieht euch jetzt zurück, schaut auf euch. Ich habe es eh, glaube ich, beim letzten Video erwähnt. Ihr könnt jetzt Webinare machen. Ihr könnt jetzt so viel machen, was ihr vielleicht sonst nicht machen könnt. Tut das auch. Oder ruht euch einfach nur aus. Vielleicht ist dein Lernprozess auch nur Tage, nur ist gut, ja. Also nicht nur, sondern dein Lernprozess tagelang im Bett zu liegen und das mal zu genießen, ja. Vielleicht hast du keine Kinder und kannst das genießen oder musst nur mit dem Hund raus oder so. Das ist auch ein Lernprozess. Dein Körper kann sich erholen. Vielleicht bist du schon jahrelang unter Stress gewesen. Also bitte alles das zu beachten. Schauen wir mal in die nächste Ecke. Hier ist das Haus, was ich sehr interessant finde, ja.
Also ich muss auf die Situation natürlich eingehen. Ich habe gesagt, ich will nicht zu viel, aber es kommt halt jetzt und wahrscheinlich ist es wichtig für euch, die geistige Welt will jetzt, dass ihr diese Infos habt, ne? Und ich lasse da nicht meinen Kopf entscheiden. Mein Kopf sagt zwar vorher, aber dann mache ich das, was reinkommt als Medium. Und schau, auch das ist einerseits können wir sagen, das ist ein Einschnitt, jetzt zu Hause zu sein. Es ist aber dein Glück, der Glücksschlüssel. Das ist die einzige Karte, die mir nicht so gut gefällt bei dem Deck. Weil der Schlüssel sollte echt schön sein, weil er steht ja für Glück, ja, also für Sicherheit und das, ja, finde ich ein bisschen, aber okay, sonst sind die Karten wirklich wunderschön. Der Turm, der Rückzug und schau mal, hier auch wieder, es liegt die kurze Zeit. Also ich will euch nichts versprechen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, anhand des Orakels, dass das dann doch schneller geht oder diese Regelungen und das Ganze früher wieder aufgehoben wird, weil auch hier, ne, plötzlich zu Hause, ja, also, dass das sich wieder abschneidet quasi und der Rückzug, er tut euch gut, bitte nutzt ihn, weil wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Bedenken, wie wird es dann nachher, ja, wenn dann wieder alles losgeht, viele sagen, ja, da wird sich so viel ändern und alle werden sich verändert haben und die Leute schauen jetzt auf sich, ich glaube das nicht. Viele Firmen sind am kaputt gehen oder sind kaputt. Die Leute sind bei uns sind riesige Kündigungswellen. Ich verstehe nicht, warum die Regierung das eigentlich nicht verbietet, ja, Kündigungen zu machen. Einfach da heißt es, ja, sie sollen nicht kündigen, aber dann kündigen sie. Aber in Österreich gibt es wenigstens die Kurzarbeit. Sprich, da wird man aber dann auch noch vom Arbeitsamt zusätzlich bekommt man Geld. Also in Deutschland habe ich da schon ganz andere Sachen gehört von Leuten, die plötzlich wirklich in Kurzarbeit sind und nur mehr das Gehalt haben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt wirklich so einschneidend ist, ja, und so ein Schicksal, dass die Regierungen einfach sagen, okay, das können wir aber auch nicht so weiter verfolgen. Es ist halt nur mein Orakel, ja, ich kann es nicht versprechen, ob es stimmt und ich will euch auch keine Hoffnung in dem Sinn machen, aber ich sage halt, dass was reinkommt. Wir haben hier auch die Eule liegen, die Eule, also die Vögel, die eigentlich für den Stress stehen. Es kann natürlich auch sein, dass du Stress hast, weil du zu Hause eingesperrt bist, ja, und auch hier der Sarg, die Belastungen, aber in dem Sinn kommt mir ganz stark das Wort Weisheit rein für die Eule, ja, Weisheit, es kann auch die Familien betreffen, ja, das liegt die Familienkarte, also sei zu Hause jetzt und wenn du zu Hause bist oder wo auch immer du bist, wie gesagt, jeder kann nicht zu Hause sein, aber versuch trotzdem bei dir zu bleiben und es ist eine vollkommene Umwandlung, Transformation, ne, für uns alle. Ja, und hier haben wir die Mäuse liegen, ich sag's ja. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird sich lösen die Woche, ja. Bei euch speziell, es kann natürlich sein, jetzt eben zu Hause. Irgendwas löst sich für dich, entweder löst du dich von deinem Zuhause, dass du doch irgendwo anders hingehst, dass du, so wie ich, einen Umzug planst und jetzt wirklich woanders hingehst, ne. Das liegt aber noch mit den Wolken im Unklaren. Leider liegen halt die dunkle Seite, hier ist sie weiß, aber das ist hier die klare Seite, das Dunkle ins Blatt rein, ne, was normalerweise nicht so gut ist, ja. Aber du siehst auch das nicht, vielleicht das Geschenk an dem, was passiert. Vielleicht verlierst du wirklich etwas, ja. Also, dass du wirklich, ich hoffe es nicht, um Gottes Willen, ja. Aber dass du die Arbeit verloren hast, dass du zu wenig verdienst, dass du auch jetzt dein Zuhause verlierst, dein Umfeld verlierst, umziehen musst, ja, weil dein Vermieter trotzdem auf die Miete besteht. Es wird sich im Endeffekt trotzdem positiv fügen, Geschenkkarte. Es kann auch sein, dass Nachrichten in den Verlust gehen, vielleicht erwartest du etwas, ja, also die Mäuse an den Karten ist für mich immer Verlust von Nachrichten, der lange Weg, vielleicht sind die irgendwo liegen geblieben, also wenn du auf irgendwas wartest, eine Post, die nicht zu dir nach Hause kommt, bitte nachurgieren, kann sein, dass hier was verloren gegangen ist. Und eben sehe wirklich das Geschenk an der Situation, so schwer es ist, wie gesagt, ich habe auch jetzt Tage gehabt, die vergangene Woche, wo ich wirklich, ich kann es gar nicht mit Worten ausdrücken, ja, am liebsten weg hier, nur mehr weg, ja, am liebsten am Mond fliegen oder irgendwas, ja, aber nicht mehr das hier mitmachen müssen, weil ich eben auch so viel spüre, diese ganze Last von den Leuten, die Traurigkeit, auch viel das Entsetzen, ich habe auch so das Gefühl, es wird zwar nach außen immer so propagiert, alle finden das super, alle Stars auf Instagram finden das super, aber ich glaube, dass auch viele Menschen entsetzt sind, ja, über diese plötzlichen Maßnahmen, auch wenn sie sie noch gut finden, ja, ich sage jetzt noch, weil ich sage euch, das wird sich ändern und noch sagen, ja, das ist super, dass wir alle daheim bleiben, wenn mehr und mehr Menschen Wissen bekommen, Hintergrundwissen, ich glaube, die Situation wird noch kippen, also ich will jetzt keine Angst, es wird auch nichts Schlimmes passieren, ich sage, es wird kippen
und dann wird es auf einmal nicht mehr so super alles sein, ja. Und das ist mein Gefühl, vielleicht kommt das schneller als gedacht, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ne, bleibt es bei euch. Und eben, wenn irgendwas jetzt, bei mir ist es auch so, ich warte auch auf ein dringendes Poststück, ja. Also dann nochmal nachfragen, nachurgieren. Wir haben da schon eine E-Mail hingeschrieben, weil telefonisch kommt man ja ganz durch aktuell. Also dann geht's dem bitte nach, ja. Und eben, es ist jetzt für euch gut. Ich habe das Gefühl, für euch wird was Gutes zu Hause passieren, wenn ihr jetzt daheim seid. Wir haben hier zwei Glückskarten, ja. Der Rückzug ist gut. Ich weiß, es ist unangenehm, aber es ist gut. Nicht nur für das Kollektiv, so wie immer gesagt wird, sondern speziell auch für dich selber, ne? Weil das Wochenorakel ist natürlich jetzt natürlich sehr stark, ist es fürs Kollektiv, ja. Aber es kommen eben auch diese Kollektivthemen sehr stark raus. Deswegen, ja, es ist beides, ja, es ist einzeln, aber es ist auch kollektiv. Wir haben hier den Mond in der nächsten Eckkarte, dann haben wir hier die Reise, die wir natürlich jetzt alle nicht machen können, dann haben wir die Routen und die Frau, ja, also die Frau bist du jetzt, auch wenn du ein Mann bist. Okay, der Mond steht für die Gefühle, der Mond steht für, kann auch für Erfolg stehen. Und schaut mal, hier haben wir wieder die Reisekarte. Also ich habe so das Gefühl, irgendwas bewegt sich. Vielleicht bewegt sich auch von zu Hause aus was. Dass du irgendwas auf den Weg bringst, was du vielleicht jetzt gar nicht gemacht hättest, wenn du arbeiten gewesen wärst. Ich rede jetzt nicht von Ausmisten, ja. Weil die meisten, wenn man so sieht, sagen, ja, wir misten jetzt aus und wir haben aufgeräumt. Das ist super, ja, macht's das. Aber ich glaube, das sind andere Dinge, die hier passieren. Du konzentrierst dich sehr auf dich, auf deine Gefühle, auf dein Inneres. Du führst vielleicht auch Gespräche mit anderen Menschen. Und eben diese Reisekarte, unterwegs sein. Natürlich kann man auch virtuell unterwegs sein. Ja? Viele reden jetzt mit Freunden, die Schlange steht auch für die Freunde, die Familie, Mutter, Vater, eben übers Internet. Aber interessant ist, ich habe, okay, also für mich steht der Turm für das Internet. Ja? In weiterer Sinn auch die Verbindung mit dem Internet. Trotzdem glaube ich, dass wir wieder unterwegs sein werden. Und das Schiff steht für langsam, aber doch. Und das sind nicht Leute, die jetzt rausgehen und sagen, ja, ich mach's trotzdem, ja. Sondern ich glaube eher eben, dass da irgendwelche Sanktionen oder so, Verbote aufkommen werden. Vielleicht nicht die Woche, vielleicht aber schon übernächste Woche, ne. Ich meine, es geht ja auch um die Wirtschaft, ja, wenn wir uns ehrlich sind, weil die machen jetzt dicht über die Karwoche und gerade da sind die Leute doch unterwegs, die ganzen Hotels, die ganzen Tourismus. Okay, ich meine, Reisen würden wir wahrscheinlich noch nicht können, ne. Aber was weiß ich, ja, wenn schönes Wetter ist, Eiskaffee und so weiter, die Leute gehen nirgendwo hin. Und ich denke mal schon, dass die Politik da auch ein bisschen nachdenken wird und vielleicht gewisse Dinge wieder öffnet. Im Moment schränken sie immer mehr ein. Ne? Bei uns machen sie jetzt auch die Ladenöffnungszeiten, die bis 20 Uhr offen haben, dürfen jetzt nur mehr bis 19 Uhr offen haben. Wie wenn sich der Virus an die eine Stunde halten würde. Ich meine, fürs Verkaufspersonal freue ich mich natürlich, ja, um Gottes Willen. Ihr sitzt da eh voll an der Front und da muss man eh wirklich ein Danke an alle sagen, die da in dieser Zeit jetzt draußen sind und ihren Dienst tun. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass da vielleicht eben, wie gesagt, entweder ja, hast du jetzt Zeit, über irgendwas nachzudenken oder eben es geht wirklich schon langsam wieder los, obwohl es jetzt momentan gar nicht so ausschaut, ne? Ich mag mir noch gern, genau, schauen wir uns mal in die Mitte an, das ist auch mal wichtig. Und da haben wir den Baum, das Herz, das Kind und den Neubeginn, der Storch. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, da tut sich was und der Baum steht ja für die Gesundheit. Ich darf natürlich als Kartenlegerin keine Gesundheitsaussagen machen, muss ich immer dazu sagen, ja. Also bitte alles mit Vorbehalt, beziehungsweise halt, ich sage dann immer die Vitalität, ja. Aber da liegt das Herz. Könnte man natürlich jetzt sagen, durch das Zuhause sein, ne? Stabilisiert sich vieles wieder, Herz kann ja auch eben für das Herz stehen, ja, dass es uns einfach wieder besser geht, eben Vitalität, Neubeginn, klein, ja, Wachstum, also es wächst wieder die Gesundheit, würde ich sagen, ne? Auch die Schlange, die auch für die Gesundheit steht, wir kommen wieder in eine stabilere Gesundheit. Ich habe so das Gefühl, also jetzt abgesehen von meinem Hintergrundwissen, ja, dass es ja vielleicht schneller geht. Ich hoffe es. Wie gesagt, manche sagen, es dauert länger. Ich habe auch manchmal die Befürchtung, aber schauen wir mal. Das steht jetzt, glaube ich, sehr an der Kippe diese Woche, wie sich alles weiterentwickelt. Auch für dich selber natürlich, wenn es um die Liebe geht. Schau mal. Also natürlich, die Liebe steht im Wachstum bei dir, mit deiner Partnerschaft, Wunschpartnerschaft, wie auch immer.
Es gesundet etwas, es verändert sich etwas eben und Wachstum. Da haben wir auch den Ring. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass da der Fuchs an deinem Herzensmann oder wenn du eine Herzensfrau hast, an der Herzensfrau liegt. Also das kann sein, dass da noch irgendwas ein bisschen falsch läuft, ein bisschen ungeklärt ist vielleicht auch. Aber durch die anderen wunderschönen Karten, was jetzt das Thema Liebe betrifft, würde ich sagen, wird sich die Situation verbessern. Wir können auch noch den Anker für den Beruf hier anschauen. Wie ihr seht, auch hier Fuchs. Ja. Die Verträge. Die Wege. Also da ist jetzt bei vielen vieles im Umbruch, aber bitte habt keine Angst. Ich weiß, es ist schier, ja. Ich habe diese Situation, die jetzt läuft, allgemein vor, ja, schon im Herbst, aus privaten Gründen, kann man sagen, miterlebt. Jetzt nicht aus Gesundheitsgründen, aber aus anderen Gründen, wo man auf einmal ohne Geld dasteht, ungerechtfertigterweise, ja, was bis heute nicht geregelt ist. Auch aus beruflichen Gründen, nicht bei mir, aber bei meinem ja, Lebensgefährten und das uns sehr in die Tiefe gerissen hat. Und es kam wieder eine Situation jetzt, also wir haben diese Situationen, die jetzt alle haben, schon im Vorfeld erlebt und wir mussten uns auch durchwursteln, ja. Es ist nicht einfach und jetzt auch noch das, ja, diese Situation, die wir auch wieder mittragen müssen, also nur ihr seht es und ich möchte euch einfach damit sagen, es geht immer irgendwie weiter, ne? Also ich habe es jetzt bei mir erlebt, es war nicht einfach und vor allem, wenn dir einfach fast niemand hilft, es waren nur ganz wenige Menschen, die mir geholfen haben, Menschen, wo ich gehofft habe, die mir helfen, von sich aus, haben gar nichts getan und wo, da musste ich hingehen und sagen, ja, aber es verändert sich und es hat sich da auch vieles verändert ins Positive und das wünsche ich auch euch, ja, dass sich vielleicht für die Situation, auch wenn sie vielleicht jetzt vielleicht noch so schrecklich ist, ne, aber trotzdem für euch etwas verändert und das tragen wir jetzt alle, ja, ganz gemeinsam. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe euch ja noch eben ein paar Orakelkarten. Und eben, weil jetzt für viele ums Geld geht, ja, um die Finanzen, habe ich das Orakel der himmlischen Fülle auch ausgesucht. Apropos Geld, das müsste man eigentlich auch noch schauen. Ich schaue nochmal kurz genau das Geld. Das haben wir ja, die Fische haben wir da liegen. Schaut, wir sind aber auch hier stabil. Und auch hier die Reisekarte und auch hier die Heilung. Also, es tut sich was, ja. Vielleicht merkt ihr das noch gar nicht, aber es tut sich auch was fürs Finanzielle. Es wird sich für dich stabilisieren. Mit der Schlange kann es sagen Umwege, dass etwas auf Umwegen kommt, sich auf Umwegen was tut, aber du bist hier nicht voll im Verlust drinnen, ja. Also, ich schaue nochmal, was die Engel sagen. Die Engel der himmlischen Fülle. Ach, schau mal. Unerschöpfliche Ideen, ich hoffe, ihr seht das, ein bisschen dunkel, obwohl ich jetzt eh sogar das Fenster hier offen habe lassen, weil es nicht so spiegelt heute. Dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geist Gottes. Daher hast du allumfassenden Zugang zu unerschöpflichen Ideen, die garantiert Segen bringen. Alles, was du tun musst, ist göttlich geführte, aktive Schritte zu gehen, um diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Genau, das wird eh auch immer wieder auch bei anderen ja, Kartenlegern oder Medium gesagt, ne? Dass jetzt so ja die Kreativität halt gefordert ist und viele Menschen auch kreativ werden und es ist auch astrologisch, habe ich mir angeschaut, ein Video von einer Astrologin, eben im April, auch die Kreativität wird sehr gefördert, also vielleicht fällt euch, wie gesagt, ihr seid zu Hause, ihr seid im Rückzug, aber es bringt Glück, vielleicht fällt dir was ein, vielleicht wolltest du schon lange eben was anderes machen, dich selbstständig machen, irgendwas, ja, und du kannst es jetzt noch nicht umsetzen, ja, aber du hast mal die Ideen und du hast jetzt die Zeit, das auszubrüten, ne? Ich bin gespannt, wie viele neue Dinge da entstehen werden durch diese Rückzugsphase jetzt, ja. Ja, dann habe ich noch eines, damit, weil es für uns alle so wichtig ist, mögest du glücklich sein, von der Laura Marlina Seiler, eine Karte, ziehe ich euch. So. Frieden entsteht, wenn wir aufhören zu kämpfen. Also noch passender und treffender kann sie nicht sein. Hör auf zu kämpfen gegen die Situation. Ich weiß, viele verstehen das immer falsch, zum Beispiel bei mir, wenn ich diese Dinge teile, ja, mit Hintergrundwissen, dass sie glauben, ich will wen bekehren und das bekämpfen.
gar nicht, ja. Und ich sehe auch, dass viele andere Aufklärer immer wieder angegriffen werden. Das ist ein Unterschied, ja. Seht das als Unterschied, das ist kein Kämpfen, sondern das ist ein Dinge einfach aufzeigen, damit andere sich klar machen können. Und ein Klarmachen ist kein Kämpfen. Kämpfen ist, wenn ich jetzt da sitze, voller Wut, ja, man kann sich auch mal ärgern, ich habe mich auch geärgert, ja, und sagen, so ein Sch, ja, jetzt muss ich hier sitzen, ich kann jetzt nichts tun, ich kann tägliches Leben nicht nachgehen. Das ist in Ordnung, aber dass du das jetzt jeden Tag machst, zum Beispiel, ja, und jeden Tag schon aufstehst, voller Groll in der Früh und sagst, so ein Scheiß, ja, das und dann den ganzen Tag irgendwie vielleicht nur herumsitzt und vielleicht auch noch mit einer Freundin telefonierst und mit der dich auch noch gegenseitig beklagst, ja, das ist dann Kämpfen, ja, oder die Leute, die jetzt bewusst halt auf die Straße rennen und sagen, mich geht das alles nichts an, mir ist das wurscht, ich gehe trotzdem raus, ja. Wie gesagt, ich habe auch ein anderes Denken dazu, aber ich bleibe trotzdem da und ich mache das, was jetzt an der Tagesordnung steht, ne? Aber eben, das ist dann Kämpfen und das bringt keinen Frieden, ja. Das heißt nicht, dass man alles akzeptieren soll, ja. Versteht das bitte nicht falsch. Man soll alles akzeptieren, aber man kann Dinge oder man sollte Dinge mal annehmen, wie sie jetzt sind. Und jetzt werden viele Menschen dazu gezwungen. Also ich bin ja schon seit Jahren bald, kann man sagen, immer in Situationen, ja, wo ich Dinge annehmen musste, die mich einfach wirklich vor Herausforderungen gestellt haben. Und jetzt, ich bin schon in Übung, Gott sei Dank, ja. Und jetzt kommen halt die anderen auch mal dran, ne? Weil jetzt hast du eine Situation, du kannst nicht anders, du musst jetzt annehmen. Natürlich kannst du rausrennen und eine Strafe kassieren, vielleicht, ja, im höchsten Fall, und aber im höchsten Fall vielleicht auch wem anstecken, selber krank werden, was auch immer, wir wissen es nicht. Aber deswegen sage ich ja, versucht jetzt in den Frieden zu gehen und, wie man so schön sagt, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, das ist so die beste Phrase, ja, die man dazu sagen kann. Ich habe jetzt noch die Antworten der Engel, Orakel. Ja, ihr könnt jetzt euch eine Frage stellen oder eine Frage an die Engel. Wenn ihr Zeit braucht, haltet das Video an. Ich weiß nicht, ob das Orakel euch jetzt eure Frage beantwortet. Ihr könnt auch sagen, okay, ich habe jetzt keine Frage. Ich will einfach, dass die geistige Welt mir etwas sagt. Ja? Dann ziehe ich jetzt da auch eine Karte. Wie gesagt, haltet das Video an, wenn ihr eine Frage erstellen wollt. Und ich ziehe euch eine Karte und frage, was wollen die Engel uns sagen? Oh! Ich muss jetzt lachen, ihr werdet es auch gleich. Schaut mal. Ich hoffe, ihr seht nichts. Bei mir schaut das so dunkel aus. Und was steht da? Was sage ich? Ich will nicht sagen, ich habe recht gehabt. Nein, aber aktiv werden, ja. Passt doch wirklich perfekt zum restlichen Orakel, ja. Einerseits, vielleicht werden wir schneller aktiv, als wir glauben, wie ich gesagt habe. Vielleicht kommt da plötzlich eine Änderung. Und sollte das nicht sein, ja, dann wirst halt du aktiv für dich, wie gesagt, ja. Machst du zu Hause was, Webinare, Bücher lesen, Internet, ja. Also im Internet, solange das Gott sei Dank noch geht, ja. Es gibt halt auch viele Fake News, wird immer gesagt, ja, das muss man sich ja nicht anschauen, aber es gibt auch viele andere Dinge, oder schau dir auch diese Sachen, fühl dich rein, also ich schaue Sachen auch, die als Fake News genannt werden, fühl, wisst ihr, da geht damit, ja, aber ich glaube, dass viele jetzt auch ein höheres Bewusstsein bekommen werden, über Hintergrunddinge auch, ja, und das ist alles einfach auch aktiv werden, also nicht nur herumsitzen, ja, wenn du jetzt ein paar Tage geschlafen hast, ja, dann kannst du vielleicht jetzt dich aufschwingen und, ja, jetzt aktiv werden und, ja, so aktiv werden, ja, und halt auch, wenn du nicht rausgehen kannst. Aber natürlich würde mich die erste Variante freuen, wenn es jetzt schneller geht, als wir glauben, und doch Sanktionen aufgehoben werden, oder Sanktionen sind ja eigentlich keine, oh, ich nenne Sanktionen doch, weil das ja gemacht worden ist, weil die Leute halt noch immer rausgelaufen sind. Wobei ich halt nicht verstehe, wie gesagt, in Österreich war das klar geregelt. Ich habe auch schon von einer lieben deutschen Zuschauerin gehört, die gesagt hat, ihr habt das wirklich gut. Ich habe es schon von mehreren Seiten gehört, aber jetzt letztens vor zwei Tagen. Ja, bei euch hat der Kanzler wenigstens gesprochen, klare Worte, klare Regeln und fertig. In Deutschland ist das halt wieder ein Kuddelmuddel. Und in Bayern gab es jetzt diese Ausgangsbeschränkungen. Das ist echt dasselbe, was wir auch haben. Weil eben die Leute noch immer rausgegangen sind, ja klar, aber wenn man die Biergärten und alles offen lässt, klar gehen die Leute raus, ja. Bei uns war einfach alles zu, seit letzten Dienstag ist bei uns alles Schicht im Schacht, alle Lokals, alle Restaurants, alles, sogar das Goldene M, ja, alles hat zu, ne, also man kann nicht mehr rausgehen, das Einzige, was gibt, sind die Lieferdienste, ne.
Ich sehe jetzt hier ein Flimmern in der Kamera. Ich hoffe, die Kamera hat nichts und ihr seht das nicht. Falls doch, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Muss ich mir das anschauen. Ist nämlich letztens die Kamera runtergefallen. Ich hoffe nicht, dass sie kaputt ist. Aber vorher hat es nicht geflimmert, glaube ich, oder? Vielleicht ist das das Licht von draußen. Na gut, dann so, jetzt wieder lange Rede. Nein, nicht kurzer Sinn. Es ist kein kurzer Sinn. Es ist hoffentlich ein guter Sinn für euch, ja. Und ja, bleibt stark, bleibt dabei, ja, bleibt bei euch und die Krise wird auch vorbeigehen. Wir werden viel daraus lernen und ja, wie gesagt, ich denke an euch und verbinden wir uns. Ihr könnt euch auch gerne, ich habe euch zwar vor ein paar Videos gesagt, ihr sollt mir keine Energien mehr schicken. Das braucht ihr auch weiterhin nicht, aber jetzt im umgekehrten Sinn, also wenn ihr Hilfe braucht im energetischen Sinn, könnt ihr euch gerne auch mal ab und zu, bitte nicht andauernd und nicht ständig, ja, aber das kommt jetzt gerade so rein von der geistigen Welt, dass ich euch das anbieten darf. Ihr könnt euch geistig bei mir einklinken, einfach an mich denken, verbindet euch mit mir und aber bitte keine Energie absaugen, ja, also wirklich einfach zur Stärkung, vielleicht könnt ihr auch Dinge anzapfen, die ja von meinem Wissen, von meinem Hintergrundwissen, was ich hier nicht alles sagen kann und will in der Öffentlichkeit, aber wie gesagt, schaut auf die Playliste, da ist schon viel, was so mein Ding ist und vielleicht ja, kann ich euch da auch helfen über den geistigen Weg. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe damit Übung mit Leuten aus meinem Umfeld, ja, also wo es in eine andere Richtung gelaufen ist, wo ich das machen konnte, ja. Ja, vielleicht, wenn es euch wirklich ganz, ganz schlecht geht, ja, dann, ja, denkt an mich und, ja, bleibt stark. Alle meine Kontaktinfos stehen eh auch unter dem Video. Ich kann euch keine Mails beantworten, wenn jetzt Zuschriften kommen, viele oder so. Das kann ich nicht, weil das wäre zu viel für mich. Aber ja, wie gesagt, ich biete euch das über den geistigen Weg an. Und holt euch gerne auch Kraft, wenn ihr es braucht, von mir. Na gut, dann alles Liebe. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Wochenvideo wieder, sofern ich schaffe. Alles Liebe. Tschüss, Baba.